Was geht, Leute? Wir sind wieder zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Wir haben keine Kohle, kein Glas, keinen gebrannten Stein. Krise. Nicht viel Eisen, keine Dias. Ich glaube, 2 Gold oder so. Belastend. Wir müssen in die Mine, beziehungsweise vielleicht auf Minentour oder auf Höhlentour eher gesagt gehen. Gucken, was wir so abstauben können. Ja, ich denke, 38 Kartoffeln sollten für die Minentour reichen. So, dann 31 Fackeln ist ein bisschen mau eigentlich, aber hilft nichts. So, ich brauche nämlich Inventarplatz für den Minentour. Nee, ey. Sammel ein, dankeschön. Ach du Kacke. So, packen wir erstmal hier. Hier. Holz nehme ich mit. Ja gut, die Werkbank auch. Brauche ich mir da hier raus nichts bauen. Was haben wir denn da? So, machen wir uns hier noch erstmal nochmal so lange wir können noch Sticks draus. So. Genau, Holz und unsere Eisenspitzhacke. Den Eimer behalten wir auch, das Bett nehmen wir auch mit, das sind die Glasscheiben. Das war Glas, ne? Ja. Glasscheiben packen wir mal eben fixieren mit rein. Das Stein, das bisschen nehme ich mit. Wir werden wahrscheinlich noch was auf unterwegs finden. Beziehungsweise, genau. Kürbis. Rote Beete. Und es ist Nacht, natürlich. Es ist doch zu verzweifeln in dem Game, Alter. Willkommen beim Schlafsimulator, ey. Kaum Folge gestartet, du musst schlafen. Yay. Yeah. So, nehme ich mal nochmal einen Stack Stein mit. Sollte noch erstmal reichen an Pickaxes. Wobei, ein halber Stack. Sollte reichen. So, haben wir wenigstens ein bisschen Werkzeug dabei, mit dem wir arbeiten können. Wo gehen wir denn hin? Oh, Höhlentour. So, das war die Höhlentour. Nein. Also ich grab jetzt keine Höhle aus oder suche nach einer in der Erde oder so. Ich gehe jetzt einfach hier ein bisschen gucken. Nach Höhleneingänge. Und dann sollte gehen. Oder irgendwas zu finden sein. Ich glaube, ich sollte in Richtung Map Mitte lieber was suchen. Sonst ist sie dann gar nicht bald mein Haus finden. Und wenn wir uns dann irgendwann hochgraben müssen, um wieder rauszufinden, weil die Höhle so vernetzt war. Wenn wir wenigstens auf die Karte gucken und wissen, okay, da ist unser Haus. Das kann man immer gut orientieren, wenn man sich in der Karte aufhält. Weil wir über den Holzfleck da wohnen, weil es ja der Dungeon ist. Ich denke mal, eine Eisenhacke sollte erstmal reichen. So brennt man sich schnell unter Tage was. Falls man keine Eisenhacke mehr hat. Aber die ja gefunden. So. Wo haben wir denn hier mal ein paar Höhlen? Genau. Da kommt die Map-Mitte. Da ist nur Kies. Das interessiert mich gerade relativ wenig. Blaue Blumen. Was haben wir hier? Nicht mal Kohle. Das ist belastend. Ah ja. Habe ich auch gerade aus dem Augenwinkel noch eine Höhle gesehen. Und ja. Könnte vielleicht ja was werden.
lang gehalten. So, wir haben Kohle, das war die Höhlentour. Wow. Also auf der Map sind wir ja richtig gut mit Höhlen besteckt hier. Junge, Junge, Junge. Oh Gott. Das ist doch jetzt nicht deren Ernst. Das ist wahrscheinlich nur ein kleiner Wasserteich, oder? Nicht mal Kohle oder so. Wie behindert. Das sieht doch schon vielversprechender aus. Ja, nee. Oh, was haben wir hier? Irgendwas Sinnvolles? Oh Mann, was sind das denn alles hier für Höhlen? Digga. Wir haben eine Schlucht unter Wasser, aber da ist halt Wasser, da kann man halt kacke arbeiten und auf Höhlentour gehen. Oh, ist das belastend, ey. Ein Hotte Hü. Ich muss mehr in die Map gehen, sonst. Sonst finden wir nicht nach Hause. Springen, Mann. Genau, da ist ja wieder gleich Eskimos Dings, wo er Sand abgebaut hat. Sieht man ja gar nicht. Ja. Oder hier hat, glaube ich, Sand abgebaut, keine Ahnung. Hier haben wir schon Kohle ausgebeutet. Da sind drei Unterwasser-Mongos. Och Gott, jetzt sind wir... Oh Mann, Spiel. Nicht dein Ernst. Lauf. Eben den Fisch noch Schelle geben. Alter, sind hier keine Höhlen oder was? Ah, oh, oh. Ja, warum denn nicht gleich so? Meine Güte. Bruder. Ja, moin. Eisen. Alter. Warum ging das denn nicht viel früher so? Ja, nur dezent übertrieben hier. Ja, ich sollte nicht aus diesem Crouchen links gehen. Das ist, glaube ich, nicht so gesund. Wow. Nichts.
Kann man sich ja theoretisch hier ins Wasser fallen lassen. Da ist sogar Lava, ja, nie ist klar, Bro. Ach, das sind zwei Wasserdinger. Ja, moin. Drei. Ja, klar. Piss dich. Dummes Stück Scheiße. Mein Gott, wir haben auch wieder keinen Stein. Oh. Ja, wahrscheinlich. Ist klar, Bruder. Ist klar. Mhm. Nö, du kannst mal rankommen, Alter. Und wir haben uns kein Oh. Wenn der nicht rankommt, ist nicht mein Bier. Aha. Junge, dieses Scheißwasser, ne? Ah, das ist schnell auch schon kaputt. Ja, natürlich, ey. Piss dich. Wieder so ein behinderten Knochen, Alter. Ja, ja, Los, komm ran hier. Ach ja, die waren ja so inkompetent. Ja, wahrscheinlich! Digga! Das ist ein schlechter Scherz, oder was? Fühlst du dich um einen kümmern? Nein, es kommt noch ein zweiter, der dich triggert. Digga! Nö, ich warte jetzt, bis ich... Es ist wieder so unnötig. Mann. Also heute triggert mich ziemlich viel, ey. Halleluja. Hier, Stein nehmen wir mit, danke. Geil. Dunkel wird's auch noch. Oh, hier die Hau packe ich jetzt einfach mal da eben hin. Oh. Ist mir jetzt egal. Theoretisch müssten wir nicht pennen, aber ich mach's trotzdem, weil ich's kann. Was kann man hier? Ja, natürlich. Hey, hey, Bro. Ja, nö, dann kann, du kannst da mal erstmal ruhig ein bisschen pflanzen gehen, Kollege. Nimm doch nur mal einen halben Stack mit. Oh. Hier mal weg die Kacke. Ach, da geht's auch noch nach oben. Oh Gott. Ist mir egal, ich brauche so oder so Stein. Mm-hmm.
Oh, Kohle. Oh, Eisen. Ein bisschen Licht sorgen, kann man sich ja nicht antun. Eisen! Dankeschön. Natürlich fällt er... Oh. Nein, Whisky, du legst dich nicht beim Handy hin. Zum 10.000. Mal. Weil du mich schon einmal runtergeschmissen hast. Bimol. Schild ist nur dezent irritierend gerade. Aber hey. Es kann uns immer noch was auf den Kopf fallen. Ah, Eisen. Ciao. Hallo, Licht. Das wird jetzt auch die nächsten Folgen erstmal so gehen. Wir brauchen Zeug. Auch noch mal Eisen gefunden. Das ist doch schön. Was essen wir heute? Full Life Urban. So. Ach, wie gut, dass ich ein paar Steinspitzhacken eingepackt habe. Jetzt hätten wir jetzt immer wieder welche craften müssen. Ja moin, das ist noch eine Höhle. Alles klar. Eisen, Popeisen, Junge. Gib mal her hier. Ist das nur ein See oder gibt es hier auch eine Quelle? Ist das nur ein See, wa? Gut. Können wir hier mal ein bisschen... Oh, Eisen. Ich nehme mal zuerst die Kohle mit. Weil... Deswegen brauchen wir gerade auch sehr viel. Das braucht man sowieso zum Eisenbrennen. Kohle, Eisen, geil. Dann später noch ein paar Dias. Wäre nice. Sobald das Inventar voll ist, ist oder so wieder nach Hause. Leider. Schade, dass es mit der 1.14 oder was das war. Mit der neuesten Version keine Rucksäcke dazugekommen sind. Dass man statt ein Schild einen Rucksack auf dem Rücken hat, wo man nochmal noch ein zweites Inventar oder so hat. Das wäre voll gut.
unter sein Backpack, dass man seine Kohle und so reinpacken kann. Also quasi die Sachen, die er aufgebaut hat, weißt du? Da ist noch Eisen. Oh, schwimm. Das unter Wasser sein, das dauert sonst immer so 10 Jahre. Ey. Mann, nervt das hart, Alter. Im verkackten Wasser, ey. Das ist ein Traum. Nicht. Das dauert 10 Jahre, ey. Bis du da noch was abbaust. So, lauf. Stacks gleich. Eisen. Pack ich mal lieber ins Inventar. Statt es auf der Hand zu haben. Dass wir es eventuell irgendwie wegschmeißen. Ja, alles passieren war. Was noch was? Ja. Ja, lauf. Geil. Lübdelachs. Oh, da ist noch Kohle. Oh, Digga, bist du zu. Digga, will er mich gerade flachsen? Geh doch da hoch. Dummer Spasti. Oh, Kohle, Kohle, Kohle. Nimm mit die Kacke. Geil. Tschüss, ich zent nervig. Haben wir den hier vergessen. Ah, den Kack will ich gar nicht haben, aber hey. Ach, da oben klebt ja noch mehr Kohle. Eisen. Das ist schon fast wie ein Paradies, zumindest im Kohle- und Eisenparadies. Voll gut.
Teil der Kohle müssen wir gleich schon wieder ausgeben für Fackeln, ne? Richtig belastend. Ja, mein Freund, ich sehe dich. Aua, oh, oh, er kommt. Haha. Ja, moin. Eck. Nein. Mach mal Abgang. Keiner mag dich. Puh. Vielleicht sollte ich mir hier sowas mal machen. Ein paar Fackeln ersetzen. So viel Zeug. Verdammt, Autofackeln. Nicht so lecker. Oh. Darum habe ich Holz mit, dass wir Sticks machen können, gegebenenfalls. Oh, ich popel mal hier die Kohle wieder raus. Nachdem wir hier wieder ein bisschen Kohle verballert haben. Da können wir noch die Mine ausheben und alles holen, also nach und nach rausholen, was man da so findet, aber das ist nicht so spannend wie so eine Höhlentour. Ich dachte mir so, da wir jetzt die ganzen Felder so weit gemacht haben und es erstmal nicht weiterarbeiten können, weil wir kein Glas haben, machst du einfach mal den hier. Der müsste so eventuell weg. Ja, schon mal weg da. Runter, 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 runter. Runter, bevor das kommt. So. Genau. Sehr schön. Nö, will ich nicht. Läuft nicht. Ja, mein Freund, ich sehe ich. Aha. Und schon geht's in eine dicke Höhle rein, hoffe ich, glaube ich. Hey, my friend. Mach halt meine Fackel weg. Auch okay. Mein Gott. Da ist die nächste Mongo. Ist doch. Ja, ja, Timer, ist mir egal. Oh. Ja, ist okay. Mein Gott. Der triggert mich so hart, ne? Ich mag das Geräusch absolut nicht. Komm, hopp, lauf. Piss dich. Erstmal wieder nach oben, damit wir da alles absammeln können. Los, mach weg. Na gut, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, teilt das Video, schaut in die Videobeschreibung, folgt mir auf Instagram, Twitter, Reddit und Co. Und macht's nicht gut, macht's besser. Macht's nicht gut, ja genau. Brainfuck. Macht's nicht gut, macht's besser. Ciao mit V.